Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragon's Dogma für die Switch. Und ich stehe vor diesem Tor und komme nicht rein. Also ich stehe wie der Ochse vor dem Tor, passiert nichts. Ich glaube, wir gehen jetzt nochmal raus und gucken draußen nochmal nach, ob wir da irgendwas machen können, weil hier gibt's nichts. Eventuell müssen wir draußen trotzdem mit den ganzen Leuten da noch ein bisschen weiterkämpfen. Ich habe noch gar nicht mit dem Häuptling geredet, da, den wir reingelassen haben. Vielleicht soll ich das auch nochmal tun. Aber hier gibt es auf jeden Fall keinen Schalter oder sowas. Ich habe hier nichts gefunden. Das ist wirklich komisch. Na gut, wir gehen mal zurück. Eventuell habe ich ja was übersehen draußen, weil ich habe vom Tor jetzt wirklich, also das habt ihr jetzt nicht gesehen, aber ich habe da bestimmt jetzt 20 Minuten da irgendwo reingeschossen mit Pfeilen und gedacht, kriegt ihr irgendwie angelockt, aber da passiert gar nichts. Deswegen müssen wir nochmal draußen gucken. Gab ja auch nicht gerade wenig da draußen an Gegnern, aber unsere Gegner, also unsere Truppen standen ja einfach nur draußen rum. Ja, es mag sein, dass du sie gerne vermeiden willst. Aber wir müssen, glaube ich, alle da hoch, leider. Bam. Und wir suchen jetzt einfach mal hier unseren Leuten da hinten zu helfen. Denn hier gab es auch Kobolde hier drin, glaube ich. Da. Kommen sie raus. Da. Noch einer? Achso, jetzt hauen sie ab. Okay, Feigle. Öffne das Tor. Oh. Was ist er denn? Seht ihr weg da, ihr Häuptling? Warte, mit Sicherheit da drüben. Okay. Ist hier ein Trophäe zu erlangen, um eure Wertigkeit geht. Geht. Okay, dann gehen wir mal da rein. Keine Ausdauer mehr. Ist er da drin, der Goblin? Oder war hier, ist er hier rausgerannt? Guck mal da. Ah, du hast es weggenommen, okay. Dann gehen wir mal hier rein, gucken, ob wir hier drin ein bisschen was metzeln können. Ja, da ist er. Oh. Wir müssen aufpassen hier. Oh. Netze mich ein bisschen durch hier. Das war's schon, Lieben? Oder ist er abgehauen? Ah, okay. Ja. Wenn sie so ein scheiß Schild haben, nervt es, ne? Was alle hier drin? Wollen wir alles mal aufsammeln hier. Okay. Geht hier hin. Heilbrunnen. Okay, wir gehen mal nach oben. Bin anscheinend noch mehr. So. Dann kann ich da direkt reinschießen. Strategie, Chimären, ihr könnt keine diese Geschenke tragen oder kaufen, mit denen ihr eure maximale Traglast überschreitet. Ach scheiße, maximale Traglast. Die Ausrüstung gucken, was haben wir denn da? Ich glaube, ich jetzt. Wie drüber bin ich denn? Warte mal. So weit drüber kann auch gar nicht sein, oder? Oh doch, scheiße, voll überladen. Hier können wir irgendwas rauswerfen, was wir nicht brauchen? Wegwerfen. Reicht nicht so viel, aber. Mische Schädel, die man werfen kann, um Lärm zu machen. Ach, guck mal, das brauchen wir doch jetzt gar nicht. Noch mehr was wegwerfen können? Hm.
Okay. Wollen wir halten? Werkzeuge. Ein gewöhnlicher Stern, um Lärm zu machen. Okay, wir nehmen das mal mit hier. Komm mal raus da. Warte, man kann die Wand wegsprengen oder so. Das kann man anscheinend nicht. Nur auf die andere Seite hoch. Oh, warte, da war noch was. Jetzt klumpen. Jetzt bin ich überladen wieder. Ach man, das ist ja bekackt. Okay. Irgendwelche schweren Materialien, die wir haben. Echsenschuppe. Waffen und Rüstung verwendet. Koboldhund, die abgetrennt waren. Cool. Och man, das wird alles für Herstellung von Waffen verwendet. Hübscher Stein. Ja. Brauchen wir leider alles. Warte, wir können aber nicht irgendwas bei den Waffen? Ja. Ah, schon wieder weg. Haben wieder ein bisschen Platz. So. Müssen das nächste Mal in unserem Lager mal das alles rein einlagern. Ich wollte, das wäre eine Truhe gewesen, aber das war es gar nicht. Dann gehen wir noch einen höher. Okay, wo kommen wir hier hin, ist die Frage. Ach da. Da kriegst du auch einen ab. Gleich nochmal hier hoch. Ein Glockenturm. Oder schon wieder was Großes. Okay. Ach, guck es an. Shit. Den müssen wir ja irgendwie platt machen, aber wie? Oh! Ah, pass auf! Weg R, um die Ballisten zu halten, und dann zurück R, okay. Zurück X, um den Pfeil zu wechseln. Was haben wir denn für Pfeile? Explosiven Pfeil, das ist doch gut. Kann ich sie gar nicht bewegen? Nur in die Richtung, scheiße. Ah! Das ist ein bisschen ärgerlich. Hier noch irgendwas? Ne. Scheiße. Kurz hier rein. Ach, da liegt schon wieder einer von meinen Leuten draußen, ne? Oh, shit. Warte, müssen wir schon ein bisschen heilen hier.
Wie ist? Mal merken, was was macht hier. Oh. So. Er kann uns da ganz gut treffen, aber ich glaube, meine Leute da draußen sind auch leicht platt. Die können wieder runterlaufen. Wollen wir gar nicht. Okay, also jetzt müssen wir gucken, ich muss einmal raus zu meinen Leuten. Wo ist der andere Heini? Ist er runtergefallen? Ach du Scheiße. Okay, wir bringen jetzt nicht so viel. Komm, lauf mal, beweg dich mal, du Feiopai. Oh, das ist so blöde. Ohne Ausdauer ist echt. Oh, warte. Da unten ist meine andere Tante. Einen Helm ich abbekommen da. So, jetzt rennen wir schnell hier rüber. Zu diesem. Ja, ich komme gleich zu dir. Och Mann. Ich kann das Ding auch echt nicht weiter drehen, ne? Ärgerlich, ärgerlich, echt. Ja, mach mal. Bei unseren Kollegen da holen, weil der wirklich. Der Hälfte hat sein Leben verwirkt und ist in sein Reich zurückgekehrt. Ja, schade. Da müssen wir nachher mal welche neue holen, aber fällt auch da dumm runter. Oh, komm hier nicht weg. Oh. Naja, hier ist eine Kiste. Kiste mal auf. Wolfshaube. Okay, ich muss da ja wieder hoch, ne? Ey. Die beiden sind auch schon wieder tot da oben. Wir müssen die auf jeden Fall retten, weil sonst haben wir gar keine Leute mehr. Ja, ich komm, ich komm. Ah! Die falsche Richtung! Ah! Nein, komm hier hoch, komm hier hoch. Die beiden müssen wir auf jeden Fall retten, weil das wäre schon ärgerlich, wenn die beiden auch noch sterben. Hin. Bin gelähmt, ja, ich komme doch schon. Da muss ich meine ganze Ausdauer verbrauchen hier wieder für euch. Bis wir sallen. Oh, die ist auch da am Rand. Na gut, warte mal. Man kann hier auch. Ach, der hat sich halt auch schon zerstört, okay. So ein Bauch. Warte.
Komm, wir rennen hier rein. Okay, hat mich doch nie getroffen, scheiße. Will er nur mich haben, der Spacko, ne? Der Tupfer, halt euch fern, ja. Scheiße. Dauert viel zu lange, also ich irgendwie muss man ihn noch anders killen können, oder? Okay, man kann da hochklettern, okay. Ah, hat mich! Warte. Oh. Aber der Helm ist ja ab, das ist immer gut. Fest ins Auge. Da. Ah, komm schon. Okay, vielleicht nicht so eine gute Idee. Oh. Ja, ich muss nur kurz meine Dings wieder haben hier. Ah! Shit! Alter Schwede, hat er zugehauen. Einen Kollegen da auch raus haben. Holen. Komm schon. Dein Auge treffen. Komm schon. Komm schon. Ah. Okay, das war gar keine schlechte Attacke. Ein bisschen Ausdauer wieder regenerieren. Oh nein, jetzt hat er schon wieder einen erwischt. Und runtergeschleudert wieder? Wahrscheinlich, ne? Auch runtergeschleudert. Vielleicht da hinten auch irgendwo. Ja, du bist jetzt drin, okay. Wo ist der andere? Thank you.
Hä? Wo ist er denn hingeflogen wieder? Ist er hier drin? Ah, die Goblins. Oh Mann. Okay. Ach Mann. Da soll er vielleicht mal schnell irgendwas nehmen, was wir essen können, damit unsere Ausdauer ein bisschen besser, unsere Energie besser. Noch ein bisschen Ausdauer, ich brauche ein bisschen Gesundheit. Okay, ist vielleicht nicht so clever. Ah. Oh, nervt das. Okay. Komplett platt gemacht, die Drecksau. Kombinieren? Mann, nervt mich jetzt hier gerade. Oder so. Ah, ich will nichts mehr kombinieren. Ah! Bevor du mich ganz platt machst. Die alle unten jetzt? Okay. Wo die alle sterben? Aber wo ist der andere Typ denn hin? Frage ich mich. Muss er hier irgendwo drin sein? Oh, ich habe keine Ausdauer. Mann, das mit der Ausdauer nervt aber wirklich. Oder? Ist doch voll zum Kotzen. Aber wo liegt der denn, der Typ? Ja, ich will dir gerne helfen, Dill, aber ich weiß nicht, wo du bist, du Spacko. Oder bist du da auf der anderen Seite zu den Goblins gerannt? Wo kann der denn sein? Doch, der muss auf die andere Seite gerannt sein, oder? Da rennen wir jetzt auch mal hin. Nee, hier ist er auch nicht. Warte, ich weiß, wo er ist. Komm mit. Was machst du denn, du blöde Tante? Ich muss ihn jetzt holen, sonst wird das nichts mehr. Pass auf. Ich glaube, ich hier ein bisschen runterrennen. Er ist bestimmt hier runtergerannt, ne? Garantiert. Ja, der Heiopai, ey. Ein paar Sachen ein.
mache ich dann. Oberbösewicht. Das konnte man platt. Oh. Da haben wir gesiegt. Gut, euch, ihr seid verloren. Warum? The dragon comes. Humans want destruction too. Humans want a dragon. Welcome it. Kill each other. Kill all you like. The end is nigh. Okay, haut einfach mal ab. Sollen wir alles ein hier? Oh. Na ja, haut ab, die feige Sau. The beasts are bled and the horn retaken! Victory is ours! Victory! Victory is ours! All glory to the Duke! Berichte von euren Sieg. Gib mir mal kurz reden. Magnificent, Sir. The hold is ours once more. I've sent word of your feats onto the capital. The Duke will be most pleased, as are we all. Pray, accept this token of our thanks and esteem arisen. Still, their number was too great. No such horde existed in days past. I fear it an ill omen of things to come. Pray, let it not be too late to stem this tide. Ein Reiseschrank kann euch in Handumdrehen nach Gran Sorum bringen, wo ihr mir auch gerade seid. Es ist die bei weitem schnellste und sicherste Art zu reisen, aber der Stein verschwindet nach einmaligem Gebrauch. Gut. Immer reden hier. Still. The hold is ours arisen. Let's return with word of this. Gut, also wir haben ja diesen Reisestein. Warum sollten wir den denn nicht mal benutzen? Haben wir ja noch nicht einmal benutzt. Ja, hier. Oder hier? Nee. Wo landet dieser Stein denn? Mit Werkzeugen vielleicht? Ja, hier vielleicht. Spielkristall? Drachengeifer? Mette-Talisman? Liftstein? Ewiger Reisestein. Ein Stein, der seinen Benutzer im Augenblick nach Gran Sorum oder zu einem Kristallkampf führen kann. Beliebig oft Anwerbe, das machen wir doch. Benutzen. Wir wollen nach Gran Sorum. Zack, reisen wir mal direkt zurück. Ui, gespaced. Gut, was uns da wohl in Gran Sorum erwarten wird, bin gespannt. Gucken kurz rein noch. Gut, wir sind da. Und was uns hier erwartet, werden wir beim nächsten Mal schauen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.